and this is dubstep. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Let's Play Landmark. So, in der letzten Folge hatten wir unseren Zaun schon mal ausgebaut oder angefangen zu bauen und heute werden wir den ein bisschen ausbauen und vielleicht sogar noch ein bisschen was anderes starten, wenn es sich ergibt, vielleicht. Mal gucken. Bin schon sehr gespannt. So, gehen wir wieder in die Ego-Perspektive rein und dann werden wir hier einfach mal gucken, was sich so ergibt. 1, 2, 3, 1, 2. Fängt schon mal gut an mit der Maus. Uah, komm hier, zacker. So und so. Genau, perfekt. Ich frag mich echt, warum dieses Copy-Paste-Tool jetzt in dem Sinne nicht funktioniert. Vielleicht habe ich auch irgendwie einen Fehler gemacht. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sehr merkwürdig. So, ich will hier nicht runterfliegen. 1. Komm. Dankeschön. 2. Und. Jawohl, perfekt. Super, so soll es doch sein. So, dann geht's hier weiter. Jawohl. Zack. Genau. Dann werden wir das gleich einfach nochmal probieren, das Tool. Ich werde dann hier gleich einen mal kopieren. Und dann finden wir das schon raus. So. Dann einmal hier. Zack. Nope. Ja, okay, das ist noch. So, wir machen das ganz einfach dann so. Und so, ich hoffe, das ist so markiert. Sollte es. Und wenn ich jetzt das RGV drücke, müsste ich... Ich habe auf jeden Fall was markiert, was ich eigentlich nicht markieren wollte. Fängt schon gut an. So. Einmal so. Jetzt sieht es doch viel besser aus. Jawohl, STRG C. STRG V. Alles klar. So, dann wird das hier... eingefügt. Jawohl. Super. Gut. So, und jetzt könnte man doch theoretisch... Genau. Aber wie werde ich das... So, wenn ich das jetzt Enter drücke, nee, dann kann ich das auch nicht. Ich habe das habe ich noch nicht kapiert, wie ich diese Blöcke, sage ich mal, umtausche. Also X und Y-Achse etc. umdrehe. Naja, egal. Wir werden auf jeden Fall hier mal wieder. Ja. Nein. So will ich das. Dann werden wir den hier und den hier wieder wegnehmen. Und... Ja. So. Zack, zack. Okay, ja, hat auf jeden Fall... Sieht auf jeden Fall richtig cool aus, muss ich sagen. Also... Vielleicht kann man dann ein bisschen noch was verbessern dann später noch hin. Aber jetzt gerade für den Anfang absolut genial. Alles wächst ja mit der Zeit. Und dann verändern wir hier ein bisschen wieder was. Da wieder ein bisschen was. Und dann wird es ganz toll. Das kann ich euch versprechen. So. Jawohl. Nein. So. Einmal zacker. Genau. Sehr gut. Gut, wir könnten theoretisch... Ich weiß nicht, wie das kommt. Kommt es gut? Ich weiß nicht. Müsste man vielleicht dann nachher mal im Ganzen angucken. Aber jetzt in jedem Ding dann so eine... Bobble reinzusetzen. Ist die Frage, ob wir das machen sollen. Wenn wir jetzt hier auch noch einen reinsetzen. Zack.
Vielleicht können wir das sogar machen. Könnten wir eventuell sogar lassen, ja. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich die Musik so feiere. Aber es ist einfach genial. So, dann haben wir hier nochmal die zwei rein. Ja, komm, das lassen wir. Das sieht nicht schlecht aus. So, zacka. Und Dings und zack und Schabedums. Jawohl. Dich nehme ich gleich wieder weg. So, Holz. Wir brauchen wieder ein bisschen Holz, würde ich vorschlagen. So, und jetzt ist die Frage, wenn wir hier das haben, dann kommt der ja hier hin. Dann haben wir hier so ein dickes Ende. Das ist dann total unsymmetrisch. Wenn ich das hier wegmache. Okay, was ist. Muss ich selber gerade gucken. Wie sieht's denn hier aus? So, so, so. Und da fängt es dann so an. Also haben wir da. Müssen wir wohl oder übel so lassen. Also. Ah, leider Gottes. Hier haben wir ja auch schon schön übergangen und hier haben wir dann so einen hässlichen Übergang eigentlich gemacht. Ja, ist ein bisschen nervig. Müssen wir uns für später mal was überlegen, was wir da machen. Aber jetzt lassen wir das am Anfang einfach mal so stehen. So, wir setzen jetzt hier über nochmal den kleinen Block hier rein. So. Einmal hier rüber. Genau. So und so. Sehr gut. Cool. So, und die Frage ist, ob wir hier überhaupt was absmoothen sollen oder nicht. Aber ich würde sagen, wir lassen das einfach mal so eckig, würde ich sagen. Ja. Und müssen wir auch wohl immer so einen fetten machen. Ah, der sieht einfach nicht toll aus irgendwie. Ja, vielleicht fällt uns da noch irgendwann was ein, was wir machen können. Diese Blöcke setze ich hier nicht an die Seiten, sondern die setze ich einfach, die habe ich jetzt einfach nur hier hingesetzt. Das ist jetzt unser kleiner Balkon. Ja, das sieht cool aus, auf jeden Fall. So, dann machen wir hier mal weg. Dann gehen wir wieder aus der Ego-Perspektive raus. So, genau, jetzt funktioniert es wieder. Sieht auf jeden Fall schon mal. Ist einmal hier runtergesprungen. Gucken wir uns das mal von unten an, wie das so rüberkommt, wenn wir hochgucken. Ja, kommt auf jeden Fall cool. Doch, muss ich sagen. Sieht sehr gut aus. So, zacka. Was machen wir hier für einen? Hier könnten wir theoretisch auch den Zaun direkt bauen. Ich würde sagen, komm, das machen wir doch auch geschwind. Einmal wieder rein. Und zack, zack. Wenn wir schon gerade dabei sind, den Zaun zu bauen, machen wir den auch fertig. Dann haben wir das nämlich schon abgehakt in dem Sinne. Dann können wir uns vielleicht sogar mal. Also ich möchte ja irgendwann jetzt demnächst die Tage mal Tier 3 Materialien abbauen. Weil habe ich jetzt gerade einen Fehler gemacht, habe ich ja. Dass wir Türen und so weiter bauen können. Und Möbel, etc. Also damit wir die Werkstätten bauen können, die wir benötigen für gewisse Dinge. So, zacka. Und hier. So.
haben wir hier natürlich wieder das Problem, dass das. Gut, wir könnten theoretisch das auch einfach hier andocken lassen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das kommt. Wenn ich jetzt. Dann müssten wir hier wieder theoretisch. Wenn ich das jetzt hier so mache. Lass uns einfach mal gucken. So. Wie sieht das dann aus? Dann ist es. Dann grenzt es dann aber an das Glas an und das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht. Dann nehmen wir das doch direkt hier wieder weg. So. Wie machen wir das? Machen wir hier überhaupt eine Mauer drumherum oder sollte das einfach so bleiben? Wir können es auch einfach mal so stehen lassen, wie es gerade ist. So. Und dann, wie gesagt, später mal. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Gartentüren oder so, die wir dann einfügen können und hier hinstellen können dann. Wäre natürlich auch sehr geil. So, zacka. So, genau. Auf jeden Fall hatte schon einen gewissen Charme. Ja gut, unsere kleine Bude hat doch keinen Charme. Da fehlt einfach, da fehlt das gewisse Extra, muss ich sagen, und das gewisse Etwas. Was könnten wir denn da hinbauen, dass da dieser gewisse Charme vorhanden ist? Gut, wir könnten theoretisch, wenn man das mal ganz einfach sagt, wenn man den jetzt hier ein bisschen nach oben zieht, diesen Balken. So, da muss noch einmal hier drauf. Und wenn wir jetzt. So, das hier so verlängern. Hier noch einen rein. Aber dass ich den hier gerade irgendwie, ja, den muss man nachher dann umändern. So, zack. Und zack. Sollen wir den noch einmal machen? Ja, wir nehmen noch einmal hier so. Und dann müssten wir hier so eine Art Vordach bauen können. Ich weiß nicht, wie es ausschaut danach. Finden wir raus. Aber sieht dann auf jeden Fall wahrscheinlich wieder ein bisschen besser aus, hoffe ich jedenfalls. So, dann nehmen wir den einfach mal so, 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 so und so. Wie steht's gerade? Kann ich. Okay. Na, das wollte ich jetzt eher nicht. Lass mich hier hochspringen auf den Zaun. Geht das? Aber vielleicht geht es einfach so. Passt das? Ja, da fehlt noch. Interessant. So. Genau. Ja, genau. Wir machen dann einfach so eine Art Gitternetz. Ja, nicht so ganz zugebaut, sondern wie so ein Gitternetz. Das sieht dann mit Sicherheit nicht schlecht aus. So. Müsste hier connecten. Ja, aber super passt. So, dann nehme ich den nehme ich doch mal schön weg. Der nervt ein bisschen. Der stört vom Ambiente. So. Dann verbinden wir direkt hier. So. Ich habe jetzt auch noch gar nicht geguckt, ob das symmetrisch ist oder nicht. Finden wir dann raus. Komm, 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 komm. Verbinde dich. Und so, sehr schön. Dann trage ich doch gerade noch mal eine Schicht hier vorne ab. Zack. Komm, deine Blumenfrisur steht mir gerade ein bisschen im Gesicht. Hier nehmen wir die auch noch mal weg. So, genau. Also, jetzt müssen wir zählen. Gehen wir wieder in die Ego-Perspektive und zählen mal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wenn ich denn jetzt. Das Gitternetz, probieren wir es einfach mal so. Ich weiß jetzt nicht. Passt. Sehr schöne Reno. So, dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite auch. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Perfekt. So, dann könnten wir das mit dem Line-Tool miteinander verbinden. Zack. Einmal geschwind um die eigene Achse gedreht. Und genau. Und jetzt ist er perfekt. Und einmal hier hoch. Jawohl, super. Sehr geil. So, das hier hinten müssen wir nachher noch wegmachen. Das machen wir dann, wenn wir hier fertig sind. Dann gucken wir mal weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das geht jetzt leider nicht direkt auf. Wenn wir jetzt aber jeweils immer eine nehmen. Dann passt es aber. So. Dann haben wir dann nämlich so eine Art Netz, wo dann die Sonne in dem Sinne durchkommt und es nicht dann gleich ganz so dunkel ausschaut, wenn wir hier unten stehen. Dann gucken wir uns jetzt gleich mal von der Seite. Ja, den wollte ich nicht setzen. Gucken wir uns jetzt gleich mal von der Seite an, wie es aussieht. Bin schon sehr gespannt, wie die Idee aussieht. So, noch die letzten Dinge. Und. Ah ja, das sieht doch gut aus, hä? Das sieht doch nicht schlecht aus. Wenn wir hier drunter stehen. Sehr geil, wirklich sehr geil. So, dann könnten wir theoretisch den mit dem hier nochmal verbinden. Ich hoffe, das funktioniert dann auch auf der anderen Seite. Wäre richtig cool. So, und dann einmal hinauf und einmal so runter. Wow, genau, sehr geil, sehr geil. Wir werden da auf jeden Fall das nicht ganz ausfüllen. Wir werden da vielleicht Glas, wir bauen da Glas rein. Mal gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Wir haben noch Glas. Ein bisschen Hass haben wir noch an Glas. Den werden wir nachher wieder wegnehmen. Der hat sich gerade noch wieder reingeschlichen. So. Jawoll. Sieht doch sehr interessant. Ja, doch, sieht doch sehr geil aus. So, so und so. Und dann gehen wir doch einfach von der Seite ran. Zack, zack und zack. So, wie sieht, wie kommt das? Ja, doch, kommt sehr gut. Dann könnten wir theoretisch hier auch so eine Art. Oder sollen wir das machen? Also ich habe mir gedacht, wir machen dann das gleiche fast, dass es fast aussieht wie hier. So Pfosten und dann. Maus. Hör auf zu spinnen. Bleib da. Na, ja, dass wir den Pfosten hier so runternehmen. Material. So. Dann wechseln wir mal geschwind noch das Material. Stone. Was wollten wir? Wollten Holz. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Holz noch. So. Zacka. Dann können wir das nämlich. Meine Maus hat echt hier gerade ein Problem, ne? Die will hier nicht bauen. So. Dann bauen wir das hier runter. Bin mal sehr gespannt, wie es ausschaut. So.
Hallo Maus, Sensor, funktioniert wieder. Ist mein Mauspad verdreckt? Nein. Komisch. So. Ich mache das gerade nicht mit Absicht. Meine Maus dreht sich einfach ganz geschwind. Zack. So. Dann nehmen wir das noch geschwind weg. Und wie wir dann weitermachen, das sehen wir dann in der nächsten Folge, Freunde. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao, ciao.